Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Küche und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich zusammen mit euch im Thermomix Knoblauchecken zubereiten. Das Rezept habe ich auf dem Blog igorsblogspot.com gefunden. Den verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und in diesem Video zeige ich euch, wie die gemacht werden. Viel Spaß dabei! Für den Teig benötigt ihr folgende Zutaten: 150 Gramm Wasser, 10 Gramm frische Hefe, 250 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz und einen Teelöffel Backmalz. Bei mir ist es jetzt kein Backmalz, sondern Karo-Kaffee. Das ist die Alternative, wenn ihr kein Backmalz zu Hause habt. Als erstes geben wir die Hefe und das Wasser in den Mixtopf. Und verrühren das Ganze für 3 Minuten bei 37 Grad auf der Stufe 1. Und hier kommen jetzt die restlichen Zutaten dazu. Und das lassen wir jetzt 4 Minuten auf der Knetstufe kneten. Der Teig nimmt fertig geknetet aus. Dann nehmt ihr euch eine Schüssel, die groß genug ist, damit der Teig aufgehen kann. Ich habe sie ein bisschen mit Öl eingestrichen, dass der Teig später nicht so festkleben bleibt. Teig lässt sich wunderbar aus dem Mixtop rausnehmen, da bleibt fast gar nichts mehr kleben. So, dann packt ihr da ein Handtuch drauf und der Teig geht jetzt für eine Stunde auf. Ein Tipp von mir, wie ihr das Messer richtig reinigen könnt. Gerade hier unter dem Messer ist ja oft ein bisschen Teig, was hängen bleibt. Und da habe ich hier diese Spülbürste, so eine Flaschenbürste, mit der kommt man problemlos an jede Stelle unter dem Messer. Ich habe euch die mal in die Infobox unter dem Video verlinkt, wo ihr die kaufen könnt. Die ist wirklich super und kann ich euch sehr empfehlen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell und der ganze Teig ist entfernt. Für den Belag unserer Knoblauchecken benötigen wir 40 Gramm Öl. Ich habe hier Olivenöl genommen. Dann einen Teelöffel Knoblauch, gemahlenes. Einen halben Teelöffel Oregano, eine Prise Salz und 40 Gramm weiche Butter. Während euer Teig am Gehen ist, können wir schon mal den Belag zubereiten. Dazu nehmt ihr alle Zutaten, füllt sie in eine Schüssel um. Die Butter sollte schön weich sein, das Öl dazu, und die Gewürze. Das verrührt ihr jetzt schön. Der Teig ist nun für eine Stunde aufgegangen und sieht jetzt so aus, er hat sich gut verdoppelt. Dann nehmt den aus der Schüssel und legt den euch auf eure Arbeitsfläche. Und er soll jetzt einen Durchmesser von 24 cm bekommen. Ohne dass wir ihn großartig ausrollen. Ich versuche das jetzt mal so mit den Händen zu machen. Da ist auch kein Mehl mehr dran. Dass es so rund ist wie ein Kuchenstück. Dann nehmt ihr euch ein Messer oder so einen Pizzaschneider und teilt den Teig in 8 Teile. Jetzt haben wir 8 Knoblauchecken, die wir mit unserer Knoblauchmasse bestreichen. Dann legt ihr sie euch auf ein Backblech oder Backrost. Und
und so dürfen sie für eine Stunde nochmal aufgehen, bevor wir sie im Backofen backen. Während eure Knoblauchecken am Aufgehen sind, könnt ihr den Backofen schon mal vorheizen auf 240 Grad und Ober-Unterhitze. Die eine Stunde ist jetzt rum und die Knoblauchecken sind noch mal ganz gut aufgegangen. Ihr könnt sie jetzt auf die mittlere Schiene eures Backofens schieben und ungefähr für 15 Minuten backen. Die Backzeit ist nun rum und die Knoblauchecken sehen bei mir so aus. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, die Knoblauchecken mal selbst auszuprobieren, dann schaut in die Infobox, dort habe ich euch den Link zu dem Blog reingestellt. Dort findet ihr dann das Rezept. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Vanessa.